Ah, und du kommst hier hoch. Und machst auch einen Abflug, hä? Ah, du kommst wieder hoch. Und von hinten schleicht sich einer an. So. Am besten mal heilen. Gut. Und jetzt hier runter. Hier gibt es nämlich noch ein paar versteckte Sachen. So, das war der einzige Blowdart-Sniper in diesem Gebiet. Zum Glück. Aber das sind gerade der Grund, warum ich die Moosklumpen gekauft habe. Weil diese Gegner vergiften nicht nur. Vergiften nicht. Also die Blowdart-Sniper, sie machen auch nicht wirklich Schaden. Aber sie machen Toxin. Und Toxin ist richtig übel. Also das hält verdammt lange und zieht verdammt viel Lebenspunkte ab. Und in Dark Souls tut Gift töten. So, sehr gut. Hier haben wir es geschafft. Hier gibt es jetzt zwei Wege, die man theoretisch gehen könnte. Ich muss aufpassen, hier sind immer wieder Viecher. So. Also wir hätten einmal die Brücke daneben können, die nicht sonderlich stabil aussieht, oder einfach den Pfad hier, der besser ist. So. Damit sind wir schon mal aus dem grün leuchtenden Bereich raus und sind, wie man sehen kann, in einen weniger schönen Bereich gelandet. Also hier ist alles nur noch aus Holz zusammengezimmert. Wow. Weg mit dir. So. Noch brauchen wir uns nicht heilen. Wir gucken erstmal hier hinten nach. Hier ist nämlich wieder was versteckt. Nämlich hier. Schattengewand. Schattenmaske. Also ein Deckszeug. Also eine Decksausrüstung. So, eine Decksrüstung. Die uns allerdings nicht viel bringt, weil wir ja eher auf Stärke bzw. auf Quality sind. So, hier müssen wir jetzt rüberrollen. Ganz vorsichtig dabei sein. Wir können uns hier noch den Gegenstand einsacken. Und jetzt müssen wir irgendwie da rüberkommen. Ah, die Hunde rennen rum. Gibt es hier eigentlich noch was? Sieht nicht so aus. Hier kommt keiner gerade daher gerannt. Also. Die Hunde sind mies. Wow, schnell was trinken. Gleich kommt garantiert von hinten irgendwas Böses. Genau, der da. Da benutze ich doch lieber einmal den Flakon. Und ich höre jemanden rumlatschen hier. Ah ja, von da oben. Gut, weg mit dir. Wow, da ist schon der nächste. Weg mit dir. Also ja, die Jungs hier heißen Infested Ghouls. Also verstümmelte Ghouls, wenn ich es mal unwörtlich übersetzen darf. Nee, halt, die anderen heißen Infested Barbarians, so war das. Das sind, glaube ich, einfach nur verstümmelte Ghule. Also Untote, die durch irgendwelche Seuchen so geworden sind. So, ihr da. Würdet ihr bitte hier hochkommen? Ich mag euch nämlich nicht da unten haben, wenn ich nachher hier Sprungaktionen mache. So, und du noch? Der andere ist gleich wieder runtergefallen. Sehr schön. So, einmal runterrutschen. Und
Hier müssten eigentlich auch noch irgendwo Hunde sein. Aber nee, sehe ich hier gerade nicht die Hunde. So, hier müssen wir wieder ganz vorsichtig sein, weil hier geht's ab in den Tod. Auch, aber der Loot ist eben praktisch, weil das sind nochmal drei Moosklumpen mit Blume. Und ja, man sieht hier, wir sind hier irgendwo, hocken hier irgendwo in der Pampa fest. Da unten ist alles mögliche an Zeug. So, wieder weg hier und dort lang weiter. Wie man sehen kann, da drüben ist noch mehr Loot. Und hier wird es jetzt gleich etwas gefährlich. Hier müssen wir aufpassen. Weil genau, diese Brücke ist außerordentlich wackelig. Ja, genau. Wow. Und dich ignoriere ich einfach mal und roll an dir vorbei. So. Du kannst mich mal, blöder Hund. Sehr gut. Hier ist nichts versteckt. Ey. Weg mit dir. Aber hier können wir uns ein bisschen umgucken. Von hier aus. Dürfte eigentlich nichts passieren. Also man sieht schon mal, da unten leuchtet was. Da unten fliegt was rum. Da drüben leuchtet noch was. Und dort drüben sind noch jede Menge Gegner. Also ja, vorsichtig sein. Und lieber erstmal hier lang gehen. Das hier aus dem Weg hauen, vorsichtig. Und hier an den Loot ran. Eine Menschlichkeit. Ja, wir haben im Augenblick ja noch genug Menschlichkeit, aber eine mehr kann nicht schaden. So, und jetzt müssen wir den Weg hier zurücknehmen. Genau diesen hier. Ohne runterzufallen dabei. Oh, vorsichtig. Schön vorsichtig. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, Leute. Glaubt's mir. Also dieser Steg da ist richtig mörderisch. Aber er ist optional eigentlich. So. Jetzt geht's wieder hier lang an dem Leuchtfeuer vorbei. Und wieder nach oben. Also diese Leiter hier hoch. Da sitzt erst einmal einer in einem Topf fest. So, den haben wir mal ganz dezent befreit. Und ihn totgeschlagen. Was auch immer der da drin zu suchen hatte. Sonst ist hier aber nichts an der Stelle. Da drüben ist aber noch etwas, was interessant sein könnte. Dazu müssen wir aber noch ein ganzes Stückchen zurück. Hier die Seele einsammeln. Und ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir vorhin kurz runtergehüpft sind. Also ja. Hier hinten sind wir, haben wir uns durchgedrückt und sind dann woanders gelandet. Nein, den Weg will ich nicht nehmen. Ich will mich jetzt erst einmal heilen. Der Sprung, den wir jetzt machen, der könnte nämlich etwas gewagt sein. So. Hui. Aber wir haben ihn auf Anhieb geschafft. Sehr gut, weil hier liegt das Iaitu.
Eine neue Waffe. Dum, 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 dum. Iaito. Ein in einem östlichen Land hergestelltes Katana wird mit Hilfe einer Iaijutsu-Technik blitzschnell aus der Schwertscheide gezogen. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Übersetzungs- oder Schreibfehler. Ich glaube, das soll... Ich weiß nicht genau, was es heißen soll. Die Iaijutsu, wahrscheinlich Iaijutsu-Technik, ermöglicht dem Besitzer, sich Feinden schnell zu nähern und sie niederzumähen. Ja, ist eine ziemlich gute Dex-Waffe, wenn man sich so betrachtet. Eine B-Dex-Waffe, sogar mit Blutung 300. Problem ist halt 80 Haltbarkeit und 5 Steingewicht, also sie ist schon ein bisschen schwer. So, wir machen, rasten jetzt aber mal dem Leuchtfeuer. Aufsteigen bringt uns nichts. Entfachen können wir es aber einmal wenigstens. So, öfter brauchen wir hoffentlich nicht. Wir dürften nämlich mit 10 Flakons und 5 Heilung da runterkommen, wo ich hin möchte. Also runter, wo man die fliegenden Viecher gesehen hat. So, jetzt können wir hier ganz normal weitergehen. Hören erstmal einen rumbrüllen. Das bedeutet, der kommt gleich von hier. Ah ja, da kommt einer schon mal. Den machen wir aber platt, bevor er irgendwelche dummen Ideen kommt. Und da ist der zweite. Hopp, weg. Sehr gut. So, zwei zum Preis von einem. Jetzt müssen wir hier weiter. Müssen dabei gucken, dass wir schnell über diesen offenen Bereich kommen. Weil hier... ja. Weil da oben ist noch ein Blowdart-Sniper. Wenn man genau hinguckt, sieht man, wie er in den Boden schießt. Also ein Grund, vorsichtig zu sein. So, hier geht's jetzt weiter. Da unten sehen wir schon mal was Großes, Garstiges. Au. Und wir sind giftig. Also wir sind nicht vergiftet, wir sind toxisch, um genau zu sein. Hier sollten wir also gucken, dass wir schnell weiterkommen. Und die Treppe nach unten finden. Die hier ist. So, ich kenne zum Glück die ganzen Positionen der Blowdart-Sniper hier in dem Gebiet. Ich weiß, wo sie genau hinschießen können. Also wir haben, wissen schon mal, wo Nummer 2 ist. Ah, noch eine Seele eines verlorenen Untoten. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Seele. Gut, wir haben jetzt hier zwei Wege nach unten. Einmal die Leiter, wo die Jungs hochgekommen sind, und einmal die Leiter hier. Wo unten einer auf uns zu warten scheint. Warten wir mal, dass er hochkommt. So, weg mit dir. Und jetzt können wir hier erstmal runter. Das hier ist nämlich mehr oder weniger optional. Aber hier haben wir noch einen Blowdart-Sniper. Der sich gerade selber umgebracht hat. Und so sogar einen Niedermusklum mit Blume hinterlässt. Ja, weil hier geht es jetzt dann... Weg mit dir. Und ja, ihr seht, ich benutze gerne bei diesen Gegnern diese Schlagkombo. Das ist erstmal der leichte Schlag und dann der schwere. Die ist bei solchen Gegnern ziemlich praktisch. Adlerschild. Also ja, jetzt sind wir hier bei dem Steg, den man von da drüben aus gesehen hat, wo wir rumgekraxelt sind. Und wir sehen einen riesigen Baum. Diesen riesigen Baum haben wir auch von da oben aus gesehen. Dort ist nämlich irgendwo der Feuerbandschrein in dieser Richtung. Also ja, wenn ich mal kurz Fernglas nehme, das ich gerade nicht ausgerüstet habe, schade. Naja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Dann sehen wir, dass wir
Naja, wir sind unterhalb von der Burg der Untoten.